Wie entsteht eines meiner Videos? Im heutigen Video möchte ich euch genau das zeigen. Legen wir los! Nun, es beginnt alles mit einer Idee. Diese kommt mir manchmal zwischendurch, oft aber auch, wenn ich ein Problem habe oder über etwas Interessantes berichten möchte. In jedem Fall notiere ich es mir schnellstmöglich, damit ich nicht Zeit damit verschwenden muss, mich an irgendetwas zu erinnern. Das Skript schreibe ich meist unterwegs oder draußen. Auch wenn es nur die Terrasse ist, tut frische Luft doch gut. Im Winter etwas weniger. Das Skript versuche ich möglichst kurz zu halten, da lange, langweilige Videos kaum jemandem gefallen und mir auch nicht. Über das Skript kommt immer noch die Inhaltsangabe in Abschnitten, welche ich später mehr oder weniger als Kapitel für das fertige Video auf YouTube verwende. Bei Bedarf fertige ich außerdem eine Shotlist an, die den Workflow erheblich beschleunigen kann, da man nicht immer überlegen muss, welche Aufnahmen man denn noch braucht. Und das bringt uns auch schon zum nächsten Punkt, der Dreh, oder besser gesagt, Ton und Bild aufnehmen. Ich spreche immer das ganze Skript, wie jetzt auch hier, vor der Kamera ein und füge B-Roll-Aufnahmen danach hinzu. Schnitt. Die fertigen Clips importiere ich in mein Schnittprogramm. Das ist im Moment noch Vegas Movie Studio Platinum 17, aber ein Upgrade auf das richtige Vegas Pro ist wohl unausweichlich, da Movie Studio ja ohnehin eingestellt wird. Zuerst synchronisiere ich Audio- und Videospur, schneide dann Versprecher, Pausen und Unpassendes heraus und füge danach B-Roll-Aufnahmen und am Schluss Texte, Grafiken und weitere Extras hinzu. Während das Video rendert bzw. hochlädt, mache ich noch das Thumbnail in Affinity Photo. Dabei achte ich auf Objekte, welche sich auch in kleiner Größe betrachten und verstehen lassen, sowie einen weißen Text und bei Bedarf auch einen Akzentrahmen. Außerdem habe ich Gaussche Unschärfe für mich entdeckt. Der Titel sollte herausstechen und kann auch eine Frage enthalten. Für die Videobeschreibung würde ich eine Vorlage empfehlen, um immer nur die Inhaltsangabe und Timecodes anpassen zu müssen. Dann stelle ich das Video auf geplant hochladen für Samstag um 10 Uhr. Das ist der Zeitpunkt, an dem ich meine Videos hochlade. Regelmäßige Uploads sind wichtiger, als viele denken würden. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch einige Fragen beantworten. Falls ihr trotzdem noch welche habt, stellt sie gerne unten in den Kommentaren. Dort könnt ihr mir außerdem mal schreiben, welche Videos ihr in nächster Zeit sehen wollt. Nachdem ihr einen Like sowie ein Abo und eine aktivierte Glocke hinterlassen habt, falls ihr es noch nicht getan habt, dann könnt ihr auch gerne noch eines dieser Videos hier an der Seite anschauen. Bis zum nächsten Mal.